gekommen bin, hat die Mutter nichts gesagt wie: Hast alles, brav bist, komm essen. Und was hat der Vater gesagt? Nix. Wollten Sie ihn nicht fragen? Was? Was das heißt, das Lied Tauet Himmel den Gerechten. Du Vater, was heißt denn das? Tauet Himmel den Gerechten? Tauet Himmel den Gerechten? Das willst du wissen, was es heißt. Ja. Ich versteh's nicht. Ja. Ja, das erzähl ich dir anders mal. Du Mutter? Tja, ich weiß auch nicht. Ich hab noch oft bitten müssen. Der Vater ist einer, dem fällt das Reden nicht leicht. Ja, und zu der Erklärung, was das heißt, Tauet Himmel den Gerechten, da hat er schon ausholen müssen. Schau, Peter. 4000 Jahre haben's gehört. Alleweil. Und in allen Ecken und Enden sind die Leute geboren worden. Aber ein Gerechter war nicht dabei. Woher nehmen, wenn aus dem Menschenvolk keiner aufsteht? Aus der Erde hat dann wohl herausstampfen, der alte Prophetenmann. Schon ganz bang war ihm in der Säule. Aus der Luft hat dann wohl herunterziehen. In allen Wolken hat er gesucht. Und so? Einmal in einer geruhsamen Nacht, wie er so da gestanden ist in der Heide, hat er die Hände gegen den Himmel gestreckt und gerufen: Tauet Himmel den Gerechten. Ja, aber. Was aber? Ich versteh's noch immer nicht. Einen Tau kenn ich. Und ich weiß, wenn die Sonne kommt, ist er weg. Aber wieso ist der Gerechte wie der Tau, der in der Sonne verdunstet? Also, Bub, wenn du das nicht verstehst, anders kann ich dir es nicht ausdeuten. Denk dir, ich sag auf einmal, bleib da stehen, bis ich komm. Ich komm bald wieder und geh weg. Und da stehst, eine Stunde für die andere. Du frierst, hast einen Hunger und einen Durst, hörst die wüden Viecher heulen und ich komm noch immer nicht. Jetzt wirst du verstehen, wie es dem alten Prophetenmann ums Herz gewesen ist. Apropos Hunger und Durst, wie wär's mit einer Stärkung? Gern. Kennen Sie den Gasthof da vorne? Ist mir da gut? Also mich dürfen Sie das nicht fragen. Jakob, wir machen da vorne Rast. Jawohl, Herr Baron. Ich glaub's nicht, dass die Viecher reden. Ah, reden tun's schon, aber verstehen tun wir's nicht. Auch in der Christnacht nicht. Mein Arm hat die Viecher reden gehört. Und jetzt ist 85. Und jede Christnacht fegst noch neunmal die Stuben und geht neunmal ums Haus. Und beim zehnten Mal schaust von draußen durch Stubenfenster rein. Und wenn's drinnen ein Totenpaar sieht, noch stirbt eins. Und der stirbt immer. Gestatten Sie. Nein, hab ich gesagt. Ein unhöflicher Mensch. Was vollkommen real. Den Schemel hat er sich selbst gebaut. Deswegen darf man nichts drauflegen. Ja, aus dreierlei Holz. Und in der Christnacht, da steht er in einem Kreuzweg. Und um Mitternacht, da stellt er sich drauf und dann sieht er die Toten. Welche Toten? Na, die in dem Jahr sterben werden. Und jetzt leben sie natürlich noch. Und was kriegen die Herrschaften? Ja, vielleicht ein Most zum Trinken. Ja.
Und was zum Essen? Zum Essen, ja. Speck und ein Blut. Blutwurst? Ja. Und wenn jemand vorher den Schemel benutzt hat, dann wirkt der ganze Zauber nichts mehr. So ist es. Und Sie glauben den Unsinn? Ja. Na ja, ich mag den alten Bräuch. Ja, ja, so wie man die Postkutsche mag. Und deshalb fahre ich trotzdem lieber mit der neuen Eisenbahn. Dann kann man deswegen aber auch nicht an wundersamere Orte als Graz oder Knittelfeld. Wissen Sie, was der Goethe gesagt hat? Der Aberglaube ist die Poesie des Lebens. Ja, und deswegen kann es nicht schaden, wenn der Dichter auch abergläubisch ist. Sie haben aber gesagt, Sie sind kein Dichter. Dann sind Sie auch nicht abergläubisch, oder doch? Ich glaube doch. Meine Tante, die bleibt möglichst daheim an jedem 13. Und dann passiert ihr doch irgendein Missgeschick innerhalb ihrer eigenen vier Wände. Na, weil sie darauf wartet. Und bei Ihnen? Ist Ihr Vater abergläubisch? Nein, mein Vater, der ist gläubig, das ist was anderes. Für abergläubische Leute hat er nichts über. Ich weiß noch, einmal vor Jahren war ich mit ihm unterwegs in einer Neujahrsnacht. Na, schau, da steht einer. Ja. Das ist der Schmidhofer. Ah, ihr seid es! Grüß dich Gott, Wolpa! Ja, wir sind's. Grüß dich, Schmidhofer. Wolpa, ist schon 12? Nein, es hat noch nicht geschlagen. Gott sei Dank. Wieso? Ja, weißt du das nicht? Der Erste, den du in der Silvesternacht triffst, der deutet dir das neue Jahr. Ach so. Ja, wenn einer nichts tragt, dann wird das neue Jahr schlecht. Darum bin ich so erschrocken, wie ich euch gesehen hab. Aber wenn einer schwer schleppt, dann wird das neue Jahr gut. Gott sei Dank, dass er noch nicht 12 geschlagen hat. Na, dann grüß dich, Schmidhofer. Und ein gutes neues Jahr. Ja, ein gutes neues. Jetzt schlagt's. Schau, Vater, da kommt einer, der was schwer drauf. Ja. Ist gut. Ist gut. Gut. Wird er sich aber freuen, der Schmidhofer, mit seinen dummen Oberglauben. Ach, da kommt einer. Ein gutes neues Jahr. Gutes neues Jahr. Hast du schwarz zum Schleppen? Ja. Das ist gescheit. Warte ein bisschen. Ich hab's alles. Wart! Was ist denn? Ah, jetzt hab ich'n. Da. Trink auf meine Gesundheit. Geht's gut. Lasst sie gut haben, das neue Jahr. Wenn der Schmidhofer gewusst hätte, was der da tragt, dann hätte er ihm bestimmt nichts gegeben. Lasst sie gut haben, das neue Jahr. Und dann ist der Schmidhofer ins Wirtshaus. Ja, die ganze Wirtstube freigehalten. Zur Feier der guten Vorbedeutung. Gegen 3 in der Früh ist er noch ausgewankt. Seine Frau ist in der Haustür gestanden und hat geschimpft. Eine höchste Zeit, dass du herkommst. Sauf, Bruder, treibst du herum. Dabei steht einer die schönste Sau aus unserem Stall und schleppst davon. Könnt man nicht davon stehen bleiben? Jakob, bleiben stehen. Wohl, aber noch. Erinnern Sie sich, was ich erzählt habe? Der Doppelreiter. Ah ja, ich weiß. Christtagsfreude. Wollt's nicht aussteigen? Ja. Grüß Gott. Grüß Gott, die Herren. So, das macht. 2 Gulden 10. Vergelt's Gott. Und was kann sein, die Herren? Ja, ein paar Äpfel und Nüsse. Und ein paar kleine Kerzen. Ein paar Äpfel, ein paar Nüsse, ein paar kleine Kerzen. So, da waren die kleinen Sagen Kerzen. Sie nicht, wer Sie sind? Wissen Sie, wer das ist? Der Bremer Sepp. Und die Therese? Darf es ein halbes Kilo sein?
Ja, ja. Kennst du den? Nein. Grüß Gott. Therese. Sepp. Ich bin der Peterl. Der Waldbauernpeter. Der Waldbauernpeter. Grüß Gott, Herr Rosicker. Grüß dich, Sepp. Grüß Gott. Das sind eure Kinder. Ja, sagt's Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Kauft sie da ein fürs Fest? Ja. Geht's euch gut? Ja. Mir geht's auch gut. Das weiß man. Wenn einer in der Zeitung steht. In der Zeitung stehen auch die Verbrecher. Macht 60 Kreuzer, Herr Rosecker. Oder soll ich es aufschreiben? Sie zahlen, wann es genehm ist. Nein, nein, danke schön. Es ist jetzt genehm. Geht's gut? Ist der Herr Doppelreiter nichts da? Mein Mann ist tot. Das tut mir leid. Das habe ich nicht gewusst. Sterben muss er jedes einmal. Arm und reich, hoch und nieder. Schneider und Schuster. Hauptsache, er bleibt bei seinem Leisten. Wollen wir gehen? Frohe Weihnachten, die Herren. Frohe Weihnachten. Fährt Gott benannt. Wiederschauen. Frohe Weihnachten, Herr Rosicker. Frohe Weihnachten. Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Wollen wir nicht ein paar Schritte zu Fuß weitergehen? Ja, gern. Jakob, wir gehen ein bisschen zu Fuß. Wir kommen nach. Jetzt wiederholt sie nichts. Sie waren richtig feindselig. Alle. Haben Sie es nicht bemerkt? Sie waren auch feindselig. Na. Ich meine, gestern zu mir. Leidlich gut dressierter Waldmensch wird einem verehrlichen Publikum als Weihnachtsgabe präsentiert. Ich hab mir's gemerkt. Und was tun Sie? Präsentieren Sie dem Bremer Sepp nicht genauso dem Publikum? Nein, schlimmer. Meine Tante hat Sie bezahlt, aber von uns kein Eintrittsgeld gefordert. Sie zahlen dem Bremer Sepp nichts. Verkaufen aber die Geschichten, in denen er vorkommt. Oder hoffen Sie zu verkaufen. Aber ich will doch nur zeigen, wie wir sind. Herr Rosecker, ist das wirklich der einzige Grund? Dem Bremer war unbehaglich. Ich glaube, er empfindet Sie als nicht dazugehörig. Einer, der sich losgesagt hat und trotzdem dabei sein will. Und die Frau Doppelreiter? Wie man mit einem Buben umgeht, der kein Geld hat, das weiß ich. Aber mit einem Dichter, der Sie und Ihresgleichen Pfeil bietet, so wie Sie Ihre Äpfel, das weiß sie nicht. Und deshalb war sie unnatürlich. Nicht feindselig, würde ich nicht sagen. Vielleicht hat sie auch eine Art Vorurteil gegen Leute, denen es gelingt, sich auf eine ihr nicht geläufige Weise ihr Brot zu verdienen. Auf einmal war da ein Unterschied. Unterschied? Ja. Als Waldbauernbub brauchten sie nur die Hand auszustrecken, um die Menschen zu erreichen, von ihnen erreicht zu werden. Das war, auch wenn sie Geld schuldig geblieben sind bis Ostern, eine Ebene, kommt mir vor. Unsinn. Es gibt auf dem Land genauso viel Ebene wie in der Stadt. Und die Höhenunterschiede dazwischen, die sind genauso extrem. Genauso. Zwischen uns beispielsweise, dem Leuten vom Waldbauernhof und dem Herrn Holzhändler Spreizegger aus Ratten, da war eine Welt, Herr von Reininghaus. Und der wiederum, der war so klein, vor dem ehrwürdigen Herrn Pfarrer. Und der Herr Pfarrer,
Wenn man den zum Gutsein aufs Schloss gerufen hat, da hätten sie ihn sehen sollen. So tief hat er sich bückt. Steigen wir wieder ein? Ja, andererseits waren wir, die Waldbauern, reich für jemanden wie etwa die Mooswaberl. Wer war denn das? Die Mooswaberl, das war eine Frau, wir haben sie so genannt. Ihren wahren Namen hat niemand gewusst. Ja. Beim Bau eines Schulhauses ist sie in unserer Gegend gekommen, mit ihrem Mann. Er ist verunglückt bei einer Sprengung. Seither trieb sich die Frau herum, sammelte Moos und Pilze, schlief in leeren Köhlerhütten, bettelte, schlug sich durch, so gut's eben ging. Ja, ich hab das schon gesehen, Mooswaberl. Vergelt's Gott, Waldbäuerin. Tausendmal Dank, tausendmal soll der Herr dir segnen. Die Kettenmooser in Weiß, die hat mir nämlich nichts gegeben. Die bete ich jetzt ganz tief hinunter in die Hölle. So werden wir die Frau nie los. Die gehört nicht daher. Die muss in ihre Gemeinde zurück. Wir haben unsere eigenen Ordnung. Je mehr man ihr gibt, desto mehr erwartet sie. Wo kommen wir denn da hin, Maria? Wenn du mehr verschenkst, als wir haben. In den Himmel. Das ist schon fertig. Bitte spring aus und hol die Schüssel. Du hast nicht gehört, was die Mutter gesagt hat. Fürchtet sie so. Vor Mooswaberl? Warum denn? Hat sie da was getan? Na, was dann? Das Andl hat gesagt, wenn ich schlimm bin, dann kommt sie und holt mich. Geh. Und wenn sie draußen vorbeigeht, dann gehen die Kühe rot die Milch. Also, sowas will ich nicht mehr hören. Ich hab's aber gesehen. Die Milch war rot. Blutig, weil die Kühe krank waren. Und dem Schuster sein Buckel. Den hat sie ihm auch angewünscht. Du redst da was zusammen, solange der Tag lang ist. Was machst du denn? Ah, nix. Was machst du, hab ich dich gefragt? Hansen für die Mädchen. Aber ist da noch lang Zeit? Komm, hilf mir lieber den Gucker uns abhauspülen. Immer nehmt's mein Kuchelmesser. Es ist natürlich wieder nicht scharf. Kann es wieder schärfen. Wo ist denn der Schleifstein? Ah, wieder nicht da. Ach, ist das ein Kreuz. Das? So was? Du Lausbub! Wart mal, die Holzmooswaberl und steckt in ihr Butten. Dort ist ganz finster. Niemand hilft da und niemand hört die schreien. Wir sind schon spät dran. Grüß euch. Wir sind die Weihnachten.
Schau, da ist alles Gold. Das ist eine Hausnummer, da oben drin, die Kerzen. Und die ganzen Heiligen? Die sind nur vergoldet. Du Franz, schau, die schöne Krippel. Du Franz? Ja. So ein schönes Krippel habe ich noch nie ganz gesehen. Darf ich mir's ausschauen? Ja, später, Mädel, später. Sacratissimo nocte, vere lumini specisti, illustratione chiarescere, da quisumus, ut cuius lucis mysteria, intera cognovimus, eius quoque, per fruamur, vivi vistringas, cum Deo Patrim et Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria